Wir haben heute wieder Sonntag und ich habe noch ein sinnfreies Video auf meiner Festplatte gefunden. Mimi und Anna haben letzte Woche nämlich, als wir die andere Challenge gedreht hatten, danach noch spontan die Not My Arms Challenge. Könnt ihr ja auch schon in der Überschrift lesen, was erzähle ich hier. Mir wächst übrigens kein Tannenbaum aus dem Kopf, auch wenn das gerade irgendwie so aussieht. Und es war wirklich sehr lustig. Ich habe im Hintergrund auch immer total gelacht, was ihr auch hören könnt im Video. Und ich möchte euch das einfach nicht vorenthalten, da ich dachte, an einem Sonntag kann man sowas auch mal hochladen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich hätte die Challenge auch gerne gemacht, aber es geht leider nicht. Mimi kann das nicht bei mir machen, weil die ganze Rollstuhllehne im Weg ist. Und ich kann sie quasi nicht mit meinen Armen schminken, weil ich meine Arme ja aufgrund meiner Krankheit nicht strecken kann. Irgendwie eine blöde Situation. Aber in 2 Wochen wird Mimi mich blind schminken. Und ja, das ist vielleicht auch dann für euch so eine kleine Entschädigung dafür, dass ich jetzt diese Challenge nicht machen konnte. Also ich wünsche euch viel Spaß und ihr müsst das wirklich mal selber ausprobieren. Es war zum Totlachen. So, ihr beiden. Hallo! Braucht ihr jetzt noch was? Ja, du musst es über meine Ellbogen ziehen. Zieh es über ihre Ellbogen. Zieh es über meine Ellbogen, los! Über deine Ellbogen. Ich kann mich nicht anziehen. Schnürt mir die Brüste ab. Anna und Mimi machen jetzt die Not My Arms Challenge. Gewinnen bei Zuella und Katie Cake. Und die beiden wollen das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Wir waren so fasziniert, dass wir das unbedingt nachmachen mussten. Auf eurer Langeweile an einem Sonntag. Mit meinem Zeug. Du hast aber nur das Günstiger rausgesucht. Ja. Cool. Meistens, ja. Wie würde Robin auch noch machen? Okay, genau. Womit fangt ihr denn an? Ja, alles klar. Also zuerst mal, wenn ich mich schminke, nehme ich mir den kompletten Schmuck raus, also meine Ohrringe. Müsste ich dabei mal ja. Und zwar alle beide. Ich habe 2 Ohrlöcher und packe mir immer beide Ohrlöcher voll. Es ist immer eine sehr heikle Sache, die rauszunehmen. Oh! Oh! Ich tue mir immer, ich bin sehr sadistisch. Ich tue mir immer weh. Anna mag SM. Hat auch Shades of Grey gelesen. Oh! Make-up? Alles klar. Das Make-up ist von Revlon. 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 Color Stay. 24 Stunden. Ich öffne das. Anna, kleiner Tipp. Nur eine Erbsengröße bitte. Auf die Hand geben. Alles klar. Nur eine Erbsengröße. Auf die Rücken meiner Hand. Ja, das war schon haselnuss, aber ist auch egal. Besser wäre natürlich, ich hätte es auf die andere Hand gemacht. Jetzt muss ich den Pinsel. Jawohl. Oh, Entschuldigung. Etwas größer rein. Ich bin so ungeschickt. So, jetzt nehme ich etwas von dem Revlon. Das sieht aus wie ein Fingerfeiß. Ich muss die Farbe auftragen auf den Pinsel, jawohl, und in mein Gesicht. Oh, das ist viel zu helfen. Oh. Ja, wunderschön. Die Textur ist feuchtcremig. Ja. Wunderhübsch. Oh. Machst du das immer so schön? Vielleicht noch ein bisschen auf die Nase und die... Ja. Ein wenig auf die Stirn. Aber erstmal muss ich meine Haare ein klein wenig zur Seite. Mein Pony. Jawohl. Oh ja, meine Augenbrauen haben es ganz nötig. Ah. Ja. Gut, das fühle ich mich wie mein Opa beim Rasieren. Wenn er sich den Schaum macht, ist er wie. Bam! Opa Anna. Make-up am Hals ist immer ganz wichtig. Da steht das Doppelkinn. So, ich denke, ich habe meine Foundation getätigt. So, ich schraube, am besten schraube ich erstmal das Make-up zu, weil nicht, dass es uns austrocknet. Laura hat sehr viel Geld dafür hingeschlagen. Jawohl, genau. So, der Concealer liegt genau vor mir. So, Concealer kommt bekanntlich unters Auge auf untere Lid. Ja, ja, und auf das andere. So, alles klar. Ganz wichtig,
schön vertupfen, verschmieren. Und zwar mit den Fingerspitzen ein klein wenig einklopfen. Kleine Gesichtsmassage. Ja, genau, so sieht's aus. Wunderbar. Alles klar. Ich denke, ich bin damit fertig. Machen wir weiter mit Blush. Genau, Blush. Aus der Essence Collection Breaking Dawn Twilight Saga, das Blush. Was steht hinten drauf? Renesmere. Alles klar. So, ich öffne Blush und suche mir wieder den Pinsel. Anna, du könntest Beauty-Guru werden. Beauty-Guru. Make-up bei Anna. Ich suche mir wieder den passenden Pinsel. Ich denke, es ist Wanderglas. Jawohl, sieht schon mal gut darin aus. Der Pinsel hat auch die Farbe des Blush angenommen. Das ist war nicht schwer, ihn rauszufinden. So, ich nehme etwas Blush und teile es auf meine Wangenknochen auf. Ein klein wenig nur, ein Hauch. Jawohl. Und jetzt noch auf die andere Wange. Wobei, ich gehe es dann auch raus. Auf die andere Wange? Ja. So, das wär's dann. Wir können weitermachen. Und zwar machen wir weiter. Die volle Dröhnung liegt. Ich habe so viel hier vor mir, so viel Auswahl. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Wir nehmen einfach mal dieses Make-up-Kästchen. Jawohl. Ja, das ist. Was für eine Technik. So. Ah, ich sehe, wir haben gar keinen Applikator da drin. Jetzt müssen wir uns einen raussuchen. Wieder aussuchen. Ja, ja, ja. Nee. Ja, du hast. Ich hab's gleich. Moment. Wir haben eine riesen Auswahl an Farbe. Die Farbpalette ist wahnsinnig groß. Wunderbar. Wir entscheiden uns heute für ein. Wofür entscheiden wir uns denn? Ja. Oh, für ein Pink. Für ein Hauchpink. Passt wunderbar zum Blush. Er kann auch auf deine Wangen knallen. So, und jetzt trage ich es auf Augenlid. Ja, Olivia Jones. Hm? Schön großzügig verteilen. Boah, Mimi, so schön Anna, du kannst so schön verblenden. Boah. Genau, verblenden. Das A und O. Oh ja. Ach, wunderbar. Ich glaube, ich möchte meinen Pony wieder etwas beiseite nehmen. Ross Anthony Style. Alles klar. Wofür entscheiden wir uns denn dieses Mal? Ich finde, na? Oh! Ein Grün. Looks like Kakadu. Das fällt dir gleich mal auf. Oh ja, und das Lied ist der neueste Schrei in Hollywood. Naja. Nur nicht zu viel, damit das Pink noch ein bisschen schön durchsticht. Sehr dramatische Augen heute. Ja. Sieht echt scheiße aus. Was? Hier, so was sagt man nicht. Ja, sorry. Ich weiß ja nicht. Lidstrich? Was sagt die Jury? Hätten wir als Stiftform. Ach komm, ihr wollt doch alle den Lidstrich sehen. Graphic Eyes. Was? Black to Earth. Extra wasserfest. Black to Earth. Was? Kannst dich hier abschminken. Ja, Gott sei Dank. Waterproof Eyeliner. Oh, das nie. Ich kenne uns da ja mit aus. Oh Gott. Damit es den dramatischen Effekt ging, gehen wir auch gleich zigtausend Mal drüber. Oh Mann. Anna, du kannst dich so schön schminken. Du bist ein echtes Vorbild für mich. Ich weiß. Ich habe auch alle Tricks von Anna. Aber jetzt kommen wir zum Mascara. Ich bin so heiß auf den Mascara. Ich kann es nicht fassen. Ja. So. Es hat ein sehr schönes Bürstchen. Ich hoffe, es sticht nicht in meine Augen. Jetzt kannst du. Ich mach die Augen zu. Ich weiß schon, was ich erwarte. Ich habe Angst vor sich selbst. Ja. Ist so ein bisschen sadistisch heute veranlagt. Oh Gott. Oh. Oh. Ja. Oh. Sie redet mit sich selbst. Ja. Ich glaube, ich habe was ins Auge bekommen. Oh, den Make-up, nein!
wir doch, nehmen wir lieber Lipgloss oder nehmen wir Lippenstift? Auch wir nehmen den Lippenstift, alles klar. Einen schönen Lippenstift nehmen wir. Ein knalliges Rot, passend zum Gesamteindruck. Hm. Auf die Lippen. Oh ja, homogen war. Oh ja. Eine sehr schöne cremige Textur. Mm. Halloween steht ja bald an. Oh! Duckface, yay! Wunderschön. Das macht man ist noch. Das, ne? Das, was ich mir anhalte. Damit kannst du ein bisschen ihr Bräune ins Gewicht zaubern. Aber ich bin doch schon fertig. So ungefähr? Ich weiß nicht, wie man das macht, Laura. Oh. Wunderbar. Ich wollte schon immer so aussehen. Wunderschön, Make-up, Frank. Miami gebräunt. Meine Ohrringe. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein drittes Ohr noch dazu. Muss gar nicht zum Piercer gehen. Ich finde das noch nicht. Ich hab gerade dein Gesicht gesehen. Das willst du dir nicht angucken. Mein Gesicht betört die Umwelt, deswegen brauche ich nur ein paar Ohrringe. Oh, das ist mein Ohr! Du hast mir ins Ohr gestochen! Ich habe braune Brüste. So, ich glaube, ich bin ausgefertigt und wird die heißeste Schnecke auf dem Markt sein, würde ich mal sagen. Ja. Alles klar. Ach. Wunderbar. Möchtest du dich betrachten? Mein Nacken tut mir immer noch weh. Ja. Live-Reaktion? Was, Gerd? Du musst dir nicht im Spiegel angucken. Ey, die Lippen habe ich fast getroffen. Meine Haare sind pink! Gar nicht. Jawohl! Siehst du das? Oh, das war mein Auge. Aber der Mascara guck dir den mal an. Ja, ne? Der Mascara ist ja irgendwie. Du hast voll deine Wimpern da durch. Der ist überall. Anna, gib doch zu, du wolltest nur ein Halloween-Tutorial machen für meinen Kanal. Richtig, also dem Joker kommen wir damit sehr nahe. Ja. Die weibliche Joker-Dingens. Ausgezeichnet. Magst du noch ein bisschen näher an die Kamera kommen? Gleich. Damit ich noch mehr kleine Kinder erschrecke. Eins, zwei, Anna, komm vorbei. Drei, vier. Ah, wunderbar. Ja. Yay. Vielen Dank. Ich bin den ersten Preis der Make-up Revolution 2013. Halloween kann kommen. Ich werde mich dann mal abschminken. Okay. Was? Wieso? Alles im Bad. Die Mascara bisschen, läuft mir ins Auge. Ein bisschen über, glaube ich. Ist okay. Ich habe ein bisschen über. Das gleich. Welchen Make-up-Entferner darf ich benutzen? Alles, was du findest. Oh Gott. Hauptsache, es geht wieder runter. Du brauchst auch alles, was du findest. Ja.